Freunde der geilen sexuellen Pokémon-Unterhaltung. Ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen zum neuesten Abenteuer hier auf dem Kanal. Und heute haben wir keinen geringeren am Start als Maboy, den guten David. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist David und ich bin auch dabei. Die Vielklicker sind wieder da, zumindest zwei von drei. Wobei, wir haben auch noch eine kleine Überraschung. eine gute Überraschung. Und dieses Mal weder Minecraft mit Harry Potter noch irgendein Mario-Game, sondern wir sind in meinen Gefilden zu Hause und zwar im Pokémon. Wir spielen heute Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl, aber nicht ganz. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Und zwar spielen wir Pokémon Luminescent Platinum oder sowas. Das ist quasi das, was sie hätten mit diesen Spielen machen sollen. Wir haben ja alle diese Spiele kritisiert und gesagt, ja, die Remakes waren definitiv nicht so geil, wie sie hätten sein können, denn sie hätten sich am Platin orientieren sollen. Und das haben die ROM-Ersteller oder die Hack-Ersteller von diesem Hack gemacht. Sie haben quasi sich an Platin orientiert. Nicht nur an Platin, sondern sogar an Renegade Platin. Und alle, die ja mein Run dazu gesehen haben, die wissen, wie krass die sind. Platin ist generell eins der schwersten Pokémon-Spiele, die es jemals gab. Und Renegade Platinum ist einer der heftigsten Hacks, die es gibt, den wir auf diesem Kanal gespielt haben. Und das hier soll noch ein Ticken schwerer sein als Renegade Platinum. Und wir spielen mit David. Und ich will David jetzt nicht sein Skill absprechen, aber ich bin sehr gespannt, wie weit wir in dieser Soul-Link kommen werden. Guck mal, ich wollte gerade sagen, du hast gerade so richtig hoch angepriesen, wie schwer dieser Hack ist. Und dementsprechend hast du den besten Partner für dieses Projekt rausgesucht. Ich sag's, wie es ist. Ja, ja, David, du, ich glaube, du bist so in der vierten Generation bist du zu Hause, ne? Eher mit Heartgold tatsächlich. Ah. Das war so meine erste Edition damals, mit der ich in Pokémon reingestiegen bin. Ah, okay, ja gut, aber Heartgold ist ja so gesehen ein Remake. Ja, dementsprechend war das dann so wahrscheinlich so die erste Hauptedition, die du so mitbekommen hast. Genau, richtig. So. Aber ich kann sagen, Diamant kam direkt danach. Ah, okay. Ja gut, dann bist du ja mehr oder weniger mit diesen Spielen aufgewachsen. Ne? Das ist so deine Generation. Deswegen habe ich auch gedacht, da gibt es eigentlich niemand, der sich da besser eignet als du. Außerdem, Digga, haben wir noch nie ein Projekt zusammen gemacht. Das ist das erste Mal seit drei Jahren oder... Ist aufregend, ne? Lange ist her. Klar, Streams halt zwischendrin, aber so ein richtiges Projekt? Nope, kein, nix. Apropos Streams, Leute. David und ich haben vor einem Monat oder so haben wir Mario Party 2 zusammengespielt. Ultra Funny könnt ihr auf den Kanälen finden. Guckt euch ein bisschen um. Guckt euch ein bisschen um, da werdet ihr witzige Sachen finden. Den können wir eigentlich auch bald mal wiederholen, so ein Stream. So. Ja, hundertprozentig, das machen wir. Jetzt müssen wir hier rein. Und da kriegen wir auch gleich mal eine Kopfnuss von Hübi. Ey, da ist er ja, der Dritte im Bunde. Was willst du? Geh beiseite, der Boss kommt. Das war unser Versprechen von gerade eben. Let's go, Digga, guck, der will 10 Millionen von uns. Ja, guck mal, kaum ist er, das ist wohl der Anteil, den er vom Projekt haben möchte. Ja, safe. Er hat gesagt, einmal 10 Millionen fürs Fortnite-Image spielen. Komm, das nimmt er mit dem Creator-Code auch wieder ein. Oh, guck mal, das ist, glaube ich, auch eine Neuerung von dem Spiel. Ich wollte es gerade sagen, das sieht nicht natürlich aus, ne? Ich glaube, Hübi hat einen Vater. Er ist der Einzige, der einen Vater hat. Krass, also der ist nicht Milch holen gegangen oder so. Nee. Ja. Yeah. Der Ehrenbrathahn. der Ehrenholger. Mit einer freshen Friese. Ja, genau. Ehrenholger mit der Perücke. So. Nach dem Türkei-Flug. Ja, genau. Freunde, wir spielen, wie wir bereits gesagt haben, eine Soul-Link. Was eine Soul-Link ist, erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Aber wenn ihr mehrere Regeln oder wenn ihr die Regeln vollumfänglich verstehen wollt, dann müsst ihr ein bisschen in die Videobeschreibung gucken. Eine Soul-Link ist quasi eine Nuzlocke zu zweit. Die wichtigsten Regeln fasse ich kurz zusammen. Und zwar, wenn Pokémon K.O. gehen, sind sie tot und dürfen für den Rest des Runs nicht mehr verwendet werden. Eine Soul-Link macht besonders, dass wir das Spiel zu zweit spielen und die Pokémon, die wir fangen, sind immer aneinander gebunden. Und wenn ein Pokémon von mir stirbt, dann stirbt das von David ebenfalls. Als Beispiel, wenn mein Starter stirbt, stirbt Davids Starter ebenfalls und umgekehrt. Das bedeutet,
Wenn wir Mist bauen und verkacken, dann ist es doppelt Bestrafung, denn, wenn man einen Nuzlocke spielt, darf man 6 Pokémon verlieren. Wenn man Soling spielt, dann darf man maximal 3 Pokémon verlieren. So, in einem Kampf. Und dann ist schon Schluss. Ja. Genau, das schwierig, sind so die, ne? Schwierig. Genau, das sind so die wichtigsten Regeln. Wie gesagt, für alle anderen, guckt euch mal die Videobeschreibung an. So, Hübi wartet ja auch schon auf uns. Und ich glaube, der Anfang ist komplett anders. Der ist nämlich wie in Platin und nicht wie in Diamant und Pearl. Das heißt, wir gehen jetzt nicht zum See. Ich wollte gerade sagen, ne? Normalerweise geht man ja zum See. Genau. Und jetzt geht da ja die Action ab. Treffen wir den Professor, den Roan. Übrigens, Leute, wir werden die Texte skippen, weil die Texte sind nicht wirklich von Bedeutung. Das Spiel hat viele, viele, viele Neuerungen bzw. Quality of Life Updates. Oh Gott, was fragt er uns? Ich habe einfach Yes gedrückt. Immer Ja sagen. Okay. Right, of course. Und da es am Platin angelehnt ist, gibt es in diesem Spiel sogar eine Zerrwelt. Also es gibt, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Das ist wirklich insane, was die ins Spiel gepackt haben. Und da dürft ihr sehr, sehr gespannt sein, was auf uns zukommt. Natürlich, die Arena-Leiter sind sehr viel schwerer. Die ganze Geschichte hier wird eine richtig krasse Challenge sein. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was für ein Pokémon du nimmst, Digga? Ey, noch gar nicht. Aber du, spontane Entscheidungen sind die schönsten Entscheidungen, ne? Same. So, was haben wir denn da? Wir haben einmal Turtwig, einmal Pumpflam und einmal Plinfar. Was ist denn dein absoluter Favorit von dieser Generation? Ich wollte es gerade sagen, also eigentlich müsste ich aus Nostalgiegründen Plinfar nehmen. Hm? Weil Plinfar war auch damals das erste Pokémon, was ich in Diamant genommen habe. Ah, okay. Naja. Boah, Digga, bei der vierten Generation ist immer schwierig, ne? Der Affe ist halt so der, ist halt der Mainstream, ne? Plinfar habe ich auch schon oft genommen, ist ein richtig geiles Mon. Aber es gibt so viele Leute, die immer wollen, dass ich Chellas nehme, aber Chellas ist... Oh, Chellas ist einfach nicht der beste Starter, muss man einfach sagen. Was ist der beste Starter? So von den Werten her, was kann man da sagen? Naja, von den Werten her ist es nicht mal so relevant, sondern mehr von der Typenkombination. Und Chimpep, also beziehungsweise hier Panferno, ist halt einfach ein solides Mon. Ne? Feuer, Kampf, gab es halt schon 3-4 Mal. Mit Logok und mit Flambirex und mit allen anderen. Ist ein solides Pokémon. Plinfar, beziehungsweise hier Empoleon, ist sehr solide, weil das Ding hat einen Stahl, also einen Wasser-Stahl-Typen und das ist wirklich gut. Insbesondere, weil es hier, glaube ich, auch Feen-Pokémon gibt und so. Der Kollege ist halt eher nicht so gut. Er hat eine Flugschwäche, er hat eine Feuerschwäche, er hat eine Eis-Vierfach-Schwäche, also eine Doppelschwäche. Er hat gute Werte, aber er ist langsam und er hat einen schlechten Typen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Du musst ja nicht direkt auf Mutter von Chellas gehen. Ja, ich will nicht auf Mutter gehen, aber ich glaube, für diese Challenge fühle ich mich einfach sicherer mit dem Bruder hier. Okay. Dann haben wir zwei unterschiedliche Starter. Ja. Ja, sehr schön. Guck mal, wir müssen auch direkt hier am Anfang des Projekts eigentlich schon mal so eine kleine Wette machen. Ah ja? Und zwar, bei wem mehr Pokémon sterben. Okay. Ja. Okay. Sehr gut. Wir müssen ja so eine kleine Side-Story hier hineinbringen. Wäre jetzt sonst zu einfach. Ja, wir müssen die 3D-World-Challenge zurückbringen, Digga. Ja, eben, ne? Eben. Mal sehen, was diesmal für ein Track entsteht. Diss-Track will ich diesmal. Oh shit, Digga, guck. Hübi hampelt wieder rum, ey. Ist ja nichts Neues. Scheiße. So, let's go. Okay. Ja, gut, beim ersten Fight kann man ja eigentlich gar nicht so viel falsch machen, oder? Irgendwie schon, weil er hat halt einen Typenvorteil, ne? Ist halt ein bisschen schwierig. Hast du eine Wasserattacke? Nee, leider noch nicht. Echt? Oha, okay. Was ist Growl für eine Attacke? Growl ist Heuler. Ah. Senkt den Angriff von ihm um einen. Ja. Den physischen, ne? Genau. Ah, guck mal. Ein bisschen Ahnung habe ich ja doch von der Materie hier. Ja, du hast ja auch... Du hast ja auch eine Nuzlocke schon gemacht, ne?
Richtig, genau, in Schwarz war das. Genau. Da habe ich sehr viel gelernt tatsächlich. Mal gucken, ob ich das Gelernte hier auch einsetzen kann. Was würdest du sagen, war so dein Nummer 1 Takeaway von dem Ding? Inwiefern Takeaway? Ja, was ist so das, was du für die Zukunft gelernt hast, wo du sagst, das hat mir am meisten, davor, danach, das war so der größte Irrglaube oder keine Ahnung, irgendwas, was du, wo du das Gefühl hast, da habe ich richtig was gelernt. Real Talk, ne? Also alle Zuschauer hier auf dem Channel werden wahrscheinlich die größten Pokémon-Nerds sein. Aber tatsächlich habe ich das allererste Mal auf sowas wie speziellen Angriff, physischen Angriff und so geachtet. Davor habe ich halt immer draufgehauen und dachte so, yo, diese Attacke hat ne, einen hohen Wert, das passt schon irgendwie. Wow, okay. Naja. Ja, dann bin ich ja beruhigt, Digga, dass wir hier Luminescent Platinum spielen. Nee, das ist tatsächlich, der Split wurde eingeführt, ich glaube mit der 4. Gen. Also tatsächlich da, wo du angefangen hast zu spielen. Der ist schon sehr revelant. Boah, da ist der Crit, Minion, da ist er. Alter, rein da. Ey, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Kann es sein, dass irgendwie unser Starter... Oh, Critical Hit, geil. Haben die Starter schon irgendwelche Items parat? Die hatten gerade eine Beere, ne? Eine Orange-Beere. Ja, ja. Mhm. Habe ich auch schon direkt eingesetzt hier. Ja. Oh, sind wir wieder zu Hause. Ah, geil. Ey, ich bin echt gespannt, was das Game hier für uns bereithält, weil, ja, wie gesagt, alleine, dass es eine Zerr-Welt gibt, die es halt im Originalspiel nicht gibt. Ich bin so gespannt, wie die umgesetzt haben und so. Es wird wirklich crazy. Und natürlich auch die ganzen Kämpfer. Oh, warte. Da ist ein Evoli. What? Ah, yo, hier. Hi. Das ist doch cute, ne? Das ist cute. Ich glaube... ich glaube, das Evoli kriegt man früher oder später. Aber, cool. Mal sehen, ob wir da hinkommen. So, boah, okay. So, was passiert jetzt? Wir müssen Professor Roan. Listen up. Where we always play, wo wir immer spielen, am See, da wohnen legendäre Pokémon. Wir werden sie fangen gehen und den Professor glücklich machen. Den Professor, den werde ich definitiv glücklich machen. Okay, wir müssen also tatsächlich noch zum See. Ah, Moment, okay. Jetzt kommt doch... Ja, guck. Oha, einfach der one and only Cyrus, Alter. Ist aber schon schön, wie er ne, auf dem See schaut. Ja, ja. Boah, Digga, ich hab jetzt schon Schiss vor dem Typen. Der wird uns so auseinandernehmen, ey. Kein Problem, Mann. Du vergisst immer wieder, dass ich an deiner Seite bin. Ich glaube, ich bin mehr aufgeregt als du, ne? Ja, du. Ein Shaman hier. Was ist mit dem? Er riecht an mir. Aha. Boah, ey, ohne Scheiß, da unten würde ich echt nicht riechen, wenn ich du wäre. Incense Burner. Ja, da glaube ich, dass du den kriegst, nachdem du an mir riechst, ey. Was ist das? Ja, was ist denn das? Warte mal. Das Toggle Item, dass wir Regional Pokémon encountern können. Choosing a Flower for Luminescent. Aha. Okay. Okay, das bedeutet so für Englisch-Noobs. Oh, scheiße. You put a flower into incense burner. Warte, ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. Ich muss mal ganz kurz. Warte, was steht da? Like the change of a season. Unova, old, almost ancient Kalos, tropical infused with sunlight Alola oder like lush open fields Gala. Also macht es jetzt einen Unterschied, aus welcher Region wir die Pokémon finden können? Scheinbar. Also scheinbar kann man hier wählen und dann sind Pokémon verfügbar von Generation 5, 6, 7 oder und 8. Puh. Boah, das ist crazy. Hast du, willst du Pokémon, willst du das Spiel quasi so original wie möglich halten und Platin-Pokémon haben? Oder willst du auch 6, 7 oder 8 Gen-Pokémon haben? Ja, ich würde sagen, wir halten das schon hier original, oder?
Okay. Ja, ja. Machen wir das. So. Okay, jetzt müssen wir nach Sandgemme gehen. Kein Problem. Hier gibt's nichts mehr. Bälle haben wir auch noch nicht. Boah, das ist wirklich spannend. Ah, die Musik. Aha. Small Incense Burner, Shade, Pokémon Sinnoh's Myth. When filled with flowers, strange Pokémonster. Okay, das ist interessant. Wir haben schon mal 8000 Poké-Dollar. Taschengeld. So. Jawohl. Das wird ein schöner Abend. Ich sag's, wie es ist. Oh, okay. Bold Nature. Das ist so lala gut. Was hast du für einen Typ? Beziehungsweise für einen... Mal. What? Digga. Da kannst du mir bestimmt was drüber sagen. Geh eins nochmal rüber. Ein rechts. Bra, du hast das beste Wesen, was man für das Ding kriegen kann. Beziehungsweise ja, ein sehr gutes. Ich hab ja, so das habe ich mir schon fast gedacht tatsächlich. Ne, ich habe es vorhin gesehen beim Plinfer. Ah. Na gut, aber das ist auch so ein Running Gag, dass ich einfach immer nur die Schmutzwesen krieg, aber du... It is what it is. Ja, so. Machst du nix. Da ist die, die den Professor sonst immer glücklich macht, wenn wir nicht da sind. Und Hüben. Boah, dem Kerl begegnet man überall hier, ne? Ja, den kann man auch nicht wegignorieren, Elle. Naja, rein so. Da, ne? Ja. Ich freue mich schon auf die Drogenkammer des Professors. So, endlich bist du gekommen, okay. Ui. Kannst deinen Pokémon-Nicknamen immer verändern? Mm, yes. Okay. Dein Freund Hübi hat mir gesagt, dass ihr einen Kampf hattet. Ah ja. Okay. Anderes Thema. Mein Name ist Roan. Ich studiere Pokémon. Ich gebe dir hier den Pokédex. Was glaubst du, in welchem Semester ist er inzwischen? Ja, so wie er aussieht. Im 30. Er hat alle Professoren überholt, Alter. So. Warte mal. Guck mal, ja, das war's. Ciao. Okay, sie hilft ihm mit dem Pokédex. Geil, machen wir doch. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Aha, the incense burner. It was used in ancient times to draw Pokémon from faraway places. It's believed that be shaped after the gratitude Pokémon Shaymin. The sand produced by burning special plants from Shaymin brings out all sorts of new Pokémon. My assistants researching this burner. Leaf Lake. Ah, okay. Also es ist genau das, was wir, glaube ich, vermutet haben. Mhm. Return it to you. Not a coincidence. Please keep it. Expand your knowledge. Okay. Na gut. Okay, das Abenteuer beginnt. Ja. Something good here as well. Ein Pokeradar. Ja, jetzt kriegen wir halt den ganzen Lachs am Anfang des Spiels, ne? Den man sonst im Laufe des Dings, glaube ich, kriegt. Und Schutz kriegen wir auch noch oben drauf. Okay. Stark. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das. Ah, jetzt geht die mit uns Pokebälle. Pokémon fangen oder so. Okay. Das Tutorial zum Anfang. Ja, ja. Ja, schön und gut und so, ne? Aber wo ist denn der lokale Stripclub hier? Also, frag für den Freund. Ich glaube, Sandgemme ist zu klein. Ich glaube, die haben keinen Stripclub. Aber in einer Town könnten wir fündig werden. Wir werden sehen. Dawn's House. Ich freue mich schon. Okay. Ich glaube, auf der nächsten Route wartet ihr auf uns, dass wir quasi ein Tutorial bekommen, wie man Pokémon fängt. Und dann kriegen wir Pokebälle und dann ist die Lok offiziell gestartet. Dann geht's los. Spannender Moment. Was will die?
Ach so. Wir erstmal wieder zurückgehen, ne? Oh, der Mutti erklären, dass wir eine Weltreise machen. Wie langweilig, ey. Oh, können wir nicht die einfach anrufen kurz? Ich wollte es gerade sagen, von irgendeiner billigen Telefonzelle. So, per WhatsApp oder so? Ey, Mama. Ey, Mama, vertrau, ich weiß, was ich tue. Ich bin 10 Jahre alt, aber ich kann ruhig die Welt erkunden. Ich habe da so ein paar Leute gefunden in einem Bus. Ich gehe jetzt mit denen auf Tour. Vertrau. Ich mache mir auch nur 2 Tattoos. Mehr nicht, versprochen. So. Geil. Okay, jetzt halt ihr unsere Pokémon nochmal. Übrigens, Leute, das Spiel hat auch einen integrierten... Ein Guidebook. Aha. Mm. Ein integriertes Level-Cap. Das bedeutet, wir können nicht weiter leveln, als die Arena-Leiter sind. Das ist richtig stark. Zusätzliche Schwierigkeit, aber auch angenehm. Da muss man nämlich nicht drauf achten, dass man nicht overlevelt. That Pokémon by the window is an Eevee. In Looker, ich habe schon darauf aufgepasst, als du noch sehr jung warst. Das Guidebook. Okay. Okay. Willkommen reingestürmt. Oh. Is my little Eevee here? Bruder, wo Hübi wieder unterwegs ist, ne? Ey, in ganz zwielichtigen Gassen ist er unterwegs. Ja, ja. Ein Paket, okay. Ja, ja, der Plan gerade Uetopia 2.0. Der ist wieder auf Tournee. So, aber... Schön. Den kriegen wir noch nicht, ne? Nee. Oh, doch! Ich wollte sagen, hat sie doch angeteased, ne? Geil, Alter. Ja, oh. Können wir mitnehmen, oder? Crazy. Oder was besagt die Regel? Ja, natürlich. Das zählt als statischer Encounter. Das bedeutet, die kriegen wir immer. Alter, und das Fahrrad direkt auch. Ey, das ist ja heftig. Geil. Nicknames verteilen wir nicht, oder? Hä? Nicknames verteilen wir nicht, oder? Doch, doch. Also, du kannst Pokémon benennen, du kannst aber auch nicht benennen. Ich habe so eine kleine Tradition auf dem Kanal, dass ich Kanalmitglieder nach, also Pokémon nach Kanalmitgliedern benenne. Alter. Stark. Guck mal, hier kann man noch Kleidung auswählen und so. Alter. Hä, das ist ja ultra nice, der Anfang. Ja, okay. Und ich glaube, das werde ich heute diesmal auch wieder machen. Wo irgendwelche Kanalmitglieder dann einfach nach dem Pokémon oder beziehungsweise Pokémon nach denen benannt werden. Krass, hier kannst du sogar die Outfits von anderen Editionen nehmen. Das ist richtig cool. Das ist so verrückt. Das haben sie crazy gemacht. Oh, sheesh. Ja, Qual der Wahl jetzt, ne? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen überfordert. Aber ich glaube... Oh, ja, das nehme ich. Passt. Da sehe ich mich. Let's go. Cyberstyle. Warte mal, hast du ein Mail genommen? Ja, habe ich doch angekündigt. Ach Bro. Ach so, okay. Ja, guck mal, ne, dann haben wir jetzt, ne, ein Boy und ein Mädel ja, hier, perfekt, ist doch perfekt. Digga, perfekt. Ich habe was Sommerliches genommen. So, let's go. Oh, warte mal, es schneit. Ich habe mich gerade noch gefragt, soll ich irgendwie die Winterjacke nehmen? Wow. Ist es irgendwie an Real-Time, so Dezember, Januar oder nicht? Und dann dachte ich so, nö, ja, nimm Sheesh. Sommerzeug. Und dann fängt es an zu schneien, perfekt. Alter, also du würdest dich im Straßenverkehr sehr gut als Ampelzeichen oder so machen. Ja, guck mal, das dachte ich mir halt, ne? Wenn wir auf den gefährlichen Streets unterwegs sind... Kennst du noch diese Leuchtstreifen, die man hat als Kindergärtner oder so? Ja, ich war so fasziniert von diesen Dingern damals. Oh. Deine Mom hat quasi gesagt, ey, guck mal, das ist voll ein cooles Outfit. Dabei wollte sie dir einfach so einen Kindergartenstreifen als Outfit verkaufen. Damit du nicht gekidnappt oder überfahren wirst oder so. Ja, muss man aufpassen, definitiv. Ja, hat sie smart gemacht. So, ja, Pokémon besiegen ist immer eine gute Idee ganz am Anfang, damit man ein bisschen levelt. Stimmt, die Pokébälle haben wir gleich erst, ne? Ja, die bekommen wir erst noch. Alright. Genau. Und die ganzen anderen Geschichten wie EP-Teiler und so, die können wir an PCs an- und ausmachen. Das heißt... Perfekt. Hier drin
Guck, hier können wir auch die Kleidung und so verändern. Aha. Okay, Settings. Ah, guck. XP Share on off. Affection on off. Level Cap on off. Level Cap würde ich tatsächlich on machen. Current Level Cap. Ah, da kann man das Level Cap nachprüfen. Ah, ey, das ist ja so cool. Okay. Und den XP Share. Boah. Eigentlich können wir den auch anmachen, damit wir nicht unnötig irgendwie grinden müssen. Das denke ich mir halt auch, ne? Vor allem, wenn Level Cap eh eingeschaltet ist. Genau, von daher. Genau. Ne, Freunde, wir müssen Zeit sparen, ne? Ja. Wir sind den ganzen Tag nur am Aufnehmen und Schneiden. Genau. Bam. So, ist die immer noch? Ja, die ist immer noch hier. Guck mal. Ja, jetzt kommt erstmal das Tutorial. Oh, wir sollten einen Pokémon-Kampf haben. Okay, cool. Na dann. Aber ich glaube, die hat doch das andere, oder? Ja, easy. Auf entspannt. So. Ah, hier können wir die Info angucken, okay. Alright, ich bin sehr gespannt. Ich kann nebenan, ne, beobachten, was du tust. Hm. Ja, jetzt kämpfen wir gegen den Rivalen mit dem Typen Nachteil. Der ist also recht easy, falls du schon einen Wassermove kennst. Wassermove habe ich schon. Ach du meine Fresse, der hat mich gerade gekrittet. Mir Hälfte Leben abgezogen. Puh. Let's go. Guck mal, das Ding ist einfach schon auf Level 9. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Junge. Beginnt gut, ne? Oh, wir lernen Taunt? Okay. Scheinbar Movesets angepasst. Sheesh. Was für eine Attacke ist das? Taunt ist Verhöhner. Das ist eine Attacke, die verhindert, dass Gegner irgendwas anderes außer Angriffsmoves einsetzen können. Also sie müssen immer Schadensattacken klicken. Okay. The Move Reminder is now in your party menu. Aha. Trainerkarte. Pokédex. Optionen. XP Share. Ah, guck, wir haben Pokébälle. 30 Stück haben die uns gegeben. Ja, gerade erhalten. Oh. Ah. Der Schutz, den wir haben, der ist einfach unendlich. Hä, aber den kann man doch nur einmal verwenden, oder? Nee, den kannst du immer verwenden jetzt. Kann man den auch wieder ausschalten? Muss er dann lernen? Ja, safe. Alter, crazy. Also, der wird einfach wahrscheinlich ablaufen nach so 100 Schritten oder so und dann kannst du ihn entweder nochmal einsetzen oder eben stark. Nicht. Okay, aber wie macht man denn, wenn ich auf Select oder auf was muss man draufdrücken? Um den zu aktivieren. Ich kann es dir nicht sagen. Kann man den use this item? Da wird es ja wahrscheinlich schon funktionieren, oder? Ah, okay, man muss den hier im Menü ausschalten. Wieder. Also hier direkt in der Tasche. Genau. Aber ich frage mich, guck, das Bike kann man registrieren. Den Repel nicht, den muss man quasi im Menü wieder ausschalten. Okay. Okay. Alright. Jetzt kann man hier mit dem Fahrrad. Warte mal, dann nehme ich es auch direkt mit. Hä? Use this item. Let's go. Ey, das Ding ist, ich bin mir halt bei allen Dingen jetzt nicht mehr sicher, ob die original drin waren oder nicht, weil das mit dem Elektrofahrrad, das ist eigentlich so ein Gala-Ding, aber vielleicht haben die das schon im Original gehabt und ich check's einfach gerade nicht. Ja, wird's auf jeden Fall ein neues Feeling, ne? Neues Erlebnis jetzt. So, Digga, wollen wir unser erstes Pokémon fangen? Ich wollte sagen, ich bin zu aufgeregt. Los geht's. Rein da, oder? Was wird's? Okay. Bitte hab mit Rohr. Ja, ich sehe schon bei dir, gefährlicher Pick. Na, schade. Okay.
Na gut, ich werfe einfach mal einen Ball. Let's go, ne? Okay. Junge, das ging ja schnell. Ja. Hut, Hut ist auch ziemlich cool, ziemlich ziemlich unterschätzt. Ich unterschätze das Ding regelmäßig. Ja. Und dann zerfetzt es mich in irgendeinem Gegnerteam oder so. Okay, bin ich gespannt, was es so in meinem Team ausrichten wird. Warte mal. Gucken wir uns mal an. Also, wir haben jetzt zwei Starter, die miteinander gebondet sind. Dann haben wir Eevee, also zweimal Evoli, was wir entwickeln können, wie auch immer. Ne, Psyana, Nachtara, ich glaube, Felinara ist hier auch schon und so weiter. Und dann haben wir jetzt unser erstes Pärchen. Und das ist das hier. Hut, Hut und Shinx. Okay. Alter, du hast halt wieder... Ja, das ist ein gutes Wesen tatsächlich. Das kann man machen. Na dann... Nicht perfekt, aber gut. Bei mir ist es eher so, ist okay. Okay. Oh Gott, was ist das denn wieder? Oh nein, oh Junge. Oh, okay. Ja, bei dir ist okay. Okay. Okay, gut zu wissen. Okay, auch nicht krass gut, aber du, jetzt... Du musst mir immer erklären, warum es okay ist. Ne? Du redest gerade mit einem Newbie. Ich habe halt ein Minus-Init-Wesen. Das heißt, ich habe drei... Init mehr, weniger als du. Das heißt, ich bin viel langsamer. Dafür hast du weniger Def. Ne, aber Def ist für ein Evoli jetzt nicht so unglaublich wichtig. Aber ja, gut. Eben. Also Angriff ist ja eh die beste Verteidigung, oder? Genau, für ein Evoli auf jeden Fall. Und Wesen machen am Ende des Tages auch nur 10% aus. Also von daher. Digga, es hätte hier Fukano gegen... Ja, okay, aber zwei Feuermonster im Team. Oh mein Gott. Und sogar noch den Bedroher. Bedroher ist die beste Fähigkeit im Spiel. Ja. Die kenne ich sogar. Genau. Und für dich wäre das richtig gut gewesen, dieses Teil. Also ich hoffe, dass du früher oder später mal noch ein Fukano kriegst. Oder so. Ja, das. Jetzt wäre ein Star gewesen. Ja. Geil. Ja. Aber egal, wir machen das Beste aus Finks ohne Bedroher und aus Hut. Du musst dir vorstellen, wir hätten beide ein Pokémon bekommen können mit Bedroher. Und keiner von uns hat einen bekommen. Scheiß drauf. Na gut. Ja, wir kriegen das auch easy so hin. Ja, ich hoffe ja. Alter, was passiert da? Jaula oder? Wahrscheinlich schon, ne? Aber kein Problem. Muss man noch mein Plinfer hat so viel Erfahrung gesammelt. Easy. Hast du die Attackenanimation ausgemacht? Nee. Nee, ich denke nicht. Der Blubber sah gerade aus wie so ein Pfund oder so, wie so ein Tackle. Naja, gut. Freunde, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Die machen wir immer ein bisschen länger. Wobei, ja, halbe Stunde ist immer so, um uns durchs Tutorial zu carryen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. David und ich wissen noch nicht genau, wie das laufen wird, wie wir Folgen aufteilen, wie wir es auf den Kanälen bringen werden. Leute, ich sag euch, wie es ist. Abonniert uns einfach beide. Abonniert auch die Zweitkanäle und was nicht all. Weil dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folgen. Okay, so viel kann ich euch schon mal sagen. Und in der Folge 3, 4 werden wir dann auch genauer wissen, was wir wann, wo, wie machen. Und die ganzen Pokémon werden nach Kanalmitgliedern benannt sein. Zumindest bei mir. Wie David das macht, weiß ich noch nicht. Aber das kann er entscheiden. Ich würfel. Keine Ahnung. Ich schau mal nach. Alright. Leute, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Hier bei Pokémon Luminescent Platinum. Mit dem David und mir. Bis dann. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal, Guys. Ciao, ciao.